Halli, hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Part von Vice City. Ich habe mich neu ausgestattet, habe wieder dieses wunderschöne Radio mir anhören dürfen. Wirklich sehr schön, was für Songs zu laufen. Da hat man wirklich nicht so viel versprochen und ich versuche wieder die Mission zu machen, ohne dabei wie ein lächerlicher Noob auszusehen. Was aber bestimmt nicht passiert. Damit meine ich, ich werde wie ein lächerlicher Noob aussehen und wahrscheinlich wieder sterben, aber das ist auch egal. Jetzt habe ich eine fucking kugelsichere Weste, die mir helfen wird, mein Noob-Sein ein bisschen zu vereinfachen. Dann werde ich sie mit auf jeden Fall besseren Waffen als die Kugel, die anscheinend den Gegner 0, gar nicht treffen kann, auszuschalten. Ich würde da sagen, die Schrufte nimmt gut und ich habe schon mal ein nettes Auto besorgt, um uns die Fahrt zu verkürzen. Da der sicherlich ein bisschen Power unter der Haube hat. So, Lance, Vance, Glance, oder wie er hieß. Lance Vance, Bands, oder so. Lance Vance, weiß ich aber noch. Und er ist auf jeden Fall ein cooler Dude. Tommy ist auf jeden Fall direkt ausgerastet, ne, als er gehörte, dass er entführt wurde und wollte ihn direkt recken. Und er wollte ihn direkt retten. Und das zeigt auch, was für tolle Freunde die Jungs sind. Hier ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, dann wird man auch nicht über den Hubel geschleudert wie mit dem Kometen. Und ein bisschen hier darum, ein bisschen darum. Und direkt überfahren. Direkt überfahren, direkt überfahren, direkt überfahren, direkt überfahren. Ey, was ist los? Bei war direkt zu Lance. Ja, das stimmt. Ich sollte Lance Leben dort rausholen. Nein, nein, nicht der. Meine Güte. Ohne die Weste wäre ich jetzt halb tot. Und natürlich habe ich versagt. Indem ich einfach. Oh nein, das ist wieder zwar schon. Indem ich Lance einfach mal eiskalt überfahren habe. Tja, Kobatz drauf. Hashtag Kobatz, verdammt nochmal drauf. Nein, wir werden sicherlich nicht mit diesem Mülllaster ganz zurück zum Missionsgeber fahren. Das ist auf jeden Fall klar wie Kloßbrühe. Ich fahre damit bis zum Golfclub, da schenke ich auf den Kometen um und der wird ein gutes, Fahrzeug sein. Aber es wäre sicherlich schlau, einfach mal durchzufahren, Lance zu befreien und dann die ganzen Leute abzuknallen. Aber nicht Lance überfahren! Oh mein Gott. Ah, wie kann man sich nochmal blamieren, indem man die ganze Zeit die Mission fällt und am Ende schafft, nicht direkt zu sterben, aber dann einfach seinen Kumpel umbringt, den man eigentlich retten sollte. Ja. Und direkt die ganze Rüstung wegen dem explodierenden Auto nochmal. Oh. Kann ich eigentlich direkt neu kaufen, Scheiße. Kann ich alles direkt wieder neu kaufen, ey. Meine Güte, wieder Parts strecken en masse oder hier. Das müsst ihr euch täglich anschauen, das tut mir echt leid, ne? Vielleicht nicht hier vorankommen und dann muss ich die ganze Zeit die ganzen Wege hier nehmen. Echt blöd. Umsteigen auf den Komet, da wird direkt wieder das Radio ausmachen und direkt losgeht, dann muss man auch nicht keine kleinen Stückchen anhören. Das ist scheiße auf die Rüstung. Ich probiere es jetzt trotzdem. Wieso nicht? Ich muss jetzt hier mal vorankommen, dann nicht die ganze Zeit, wie eine Pussy, die ganze Zeit Rüstung kaufen. Ich würde gerne auch wissen, wie dieser Brite nochmal heißt. Aber merkt man auch direkt, der Typ hat so diesen heftigen britischen Akzent. Merkt man direkt. Komet fährt sich schön smooth. Schöne Drifts hier, müssen wir kurz anbremsen und dann Vollgas. Vielleicht sollte man auch vielleicht einen Plan übernehmen, ein stabiles Auto zu nehmen, damit man länger durchhält, weil ich glaube, dieser Komet ist einfach sehr verwundbar, würde ich mal vermuten. Und der fliegt dann halt direkt hinauf, bevor man zu Vance ankommt, oder? Man kommt zu Vance an, das, was ich vermute, dass gleich das Auto einfach in die Luft sprengt, während man neben Vance ist. Lance.
nicht Vance, sondern Lance. Aber er ist Lance, Vance, Lance, Fans, Rance, Chance, Raggedy Bands. Fuck this car that appears out of nothing! Mit diesem Auto werde ich es definitiv nicht bis nach unten schaffen. Der Area ist schon. Steig doch aus! Na geht doch, jetzt kippen sie um wie die Fliegen. Jetzt kippen sie ja nicht um wie die Fliegen, ey. Und hier ist halt, jetzt habe ich die andere aufgenommen. Alter, weil das ist so lächerlich. Die treffen immer und ich treffe gar nicht. Geht doch. Ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen defensiver spielen, mich ein bisschen verstecken. Ein bisschen aus der Entfernung mal mit der Krüger schießen wahrscheinlich. Ja, ich glaube, so können wir das schaffen. Eigentlich mit der Machete. Und wo? Von hinten? Ja, von hinten. Gut, dass ich das noch rechtzeitig gemerkt habe. Jetzt werde ich wahrscheinlich gerackt. Was für ich behinderte. Für uns ist das so mega schwierig aus der Entfernung zu treffen, denen ist es so alt, das einfachste auf der Welt. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich cutte jetzt den erfolgreichen Versuch rein. You better apologize. Nope. Versuch Nummer 1. So, für diesen Versuch habe ich mal ein bisschen einen kräftigeren Wagen genommen. Wir werden nämlich nicht uns aufhalten, sonst stirbt uns Lance noch weg, sondern wir preschen nun mit dem Wagen komplett durch und bis nach hinten versuchen, ihn nicht zu überfahren und ihn zu befreien. Ja, das ist der Plan. Mal schauen, ob es klappt. Aber auf jeden Fall, es sind genug Aufnahmen. Ich hoffe, es klappt direkt beim ersten Try und nur den Weg mit der Rüstung kaufen, so muss ich weg hatten. Sonst muss ich auch noch diesen Versuch weg haben und sagen, alles weg hatten, bis halt der Richtige kommt. Klingt wie eine Emo-Board, die hart will. Solange alles weg hatten, bis der Richtige kommt. Ich glaube, der schneidet aber rein, weil, naja, der ist fies. Ich mag fiese Sachen. Nein, ich mag es, wenn ich fies bin, oder? Oder auch fiese Sachen? Ne, fiese Sachen gegen mich sind ja nicht so cool. Die mag ich ja, würde ich ja nicht wollen. Ich fand die Schuhe aber nur gemein. Lance! Steh auf, Digga! Hallo Lance, ich bin da. Was muss ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt nur noch alle umbringen oder was? Versuch Nummer 2. So, dies ist nun. Alter, ich habe das Radio extra ausgestellt, Mann. What the fuck? So, das ist nun Versuch Nummer 8. Das nach dem großen Cut. Im ersten Versuch habe ich es sehr gut geschafft, sehr weit sogar. Ich bin einfach durchgefahren.
habe halt dann versucht, Lance zu befreien. Lance wurde ständig von irgendeinem Typen oben abgeschossen. Und dann habe ich ihn von oben der Shotgun nicht erwischen. Er hat mich mit der Krug einfach niedergeschossen. Also, ich heiße, ich bin gestorben und Lance nicht. Versuch Nummer 3. Alright, Mush. I'm gonna save your beer, mate. Meine Güte, nervt das. Im letzten Versuch, um es zusammenzufassen. Der erste Versuch war ziemlich gut, nur ich bin gestorben. Obwohl ich Lance befreit hatte, musste ich anscheinend alle umbringen noch dazu. Und zwar mache ich hier jetzt nur noch eine Taktik, die werdet ihr auch gleich sehen. Im zweiten Versuch ist mir das Auto vorher explodiert, bevor ich bei Lance angekommen bin. Deswegen hatte ich Probleme und der Typ auf dem Kran, das ist so ein Typ, den werdet ihr sehen, auf so, nicht so einem Kran, sondern auf so einem Bagger, und den treffe ich nicht, den trifft man einfach nicht, also ich treffe den gar nicht und deswegen macht er mich voll fertig. Nummer 4. Ja, ich bin schon jetzt schon ein bisschen länger in der Mission und die regt mich ziemlich auf, weil diese Waffen, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Die Typen scheinen mich bei jedem Schuss zu treffen. Aus nächster Nähe. Ich schieße sie auch aus nächster Nähe an. Was passiert? Sie werden nicht mal irgendwie von den Kugeln irgendwie geschadet oder so. Sie manchmal ein Anzeichen, dass sie geschadet werden. Ich triff direkt rein mit dem Steuerkreuz und die bewegen sich gar nicht und schießen einfach weiter drauf. Aus nächster Nähe schieße ich ihnen damit diese Minigun in den Kopf rein und es passiert einfach nichts. Wenn die Typen einfach nicht sterben, während ich ständig kontinuierlich immer Leben und Leben und Leben und Leben verliere, wenn da drei Gletscher irgendwie schießen, dann bin ich direkt tot, wenn ich einmal direkt zu Lance gehen will. Aber wenn ich nicht direkt zu Lance gehe, dann stirbt mir Lance weg. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ein Versuch war ziemlich gut, aber dann hat mich da ein Typ auf so einen fucking Bagger aufgeregt, den ich auch nie treffen konnte und der mich von da oben ziemlich einfach weggeknallt hat. Alter, Lance, beschütz mich, du Wichser! Wieso habe ich denn noch 15 Leben? Wieso kam ich vor diese 10, als ich noch 54 Leben hatte oder sowas? Beim ersten Try. Da komme ich nicht lebend raus, Leute. Das ist euch klar, oder? Nur Verwundbarkeit, Hack. Und Lance macht nichts, keine Anstalt, uns zu beschützen oder sowas. I'm going to slay your soul. Ich muss die Wohneinheiten erledigen, dann muss ich einfach laufen. Am Ende einfach laufen. Nein, 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 nein. Lance, mach doch etwas, du Wichser! Versuch Nummer 5. Ich weiß nicht, was los ist, aber die Mission macht mich einfach nur fertig. Immer wenn ich zu Lance durchfahre, werde ich einfach nur niedergeschossen und ich kriege einfach nur aufs Maul. Ich
verstehst du mich, ich kann nie richtig Schaden austeilen. Bevor ich zu Lance durchgedrungen bin, habe ich noch 15 Leben und werde dann am Ende abgeschossen. Nachdem ich ihn befreit habe. Ich habe ja gesehen, wie viele Tries ich schon vorhatte und das ist halt gerade der 5. Try nach dem Cut. Der 5. Im ersten hätte ich es fast geschafft, im letzten, im 4. hätte ich es auch schaffen können. Aber nein. Das sollte nicht sein. Was ist denn das? What the fuck? Alter, die wollen mich doch komplett verarschen. Mein Gott, beginnt Lance endlich zu kämpfen? Meine Güte, ja! Unglaublich, Lance! Lance kämpfe und Versuch Nummer 6. Oh, I must. Die Befreiungsaktion. Inzwischen hasse ich diese Mission wie die Pest. Der 6. Versuch nach dem Cut. Und ja, diese Mission fickt mich unangespitzt in meinen Arsch rein. Gerade gar nicht gut gelaufen. Das Einzige, was mir helfen würde, ist das Unmögliche, nämlich diese Mission zu schaffen. Versuch Nummer 7. Oh, I must. I'm gonna save your beer. Inzwischen sehe ich das nur noch wie irgendein Wissenschaftszeugbuch an oder so. Eintrag Nummer 7. Motivation, Lust und Spaß sinken exponentiell pro Missionsfehlschlag auf einen unglaublich niedrigen Tiefpunkt so tief, dass es wirklich unglaublich ist. Nach gefühlten Milliarden Versuchen, Lance diesen Lappen zu retten, musste ich immer wieder entdecken, dass ich keinen einzigen Schaden an Gegnern anrichten konnte, während diese sehr schnell mein gesamtes Leben plus Rüstung mit einem Klacks runterschießen konnten. Dies frustriert natürlich sehr und fragt mich wieso, wieso, wieso. Ja, das war's. Ach ja, wenn ich zu lange brauche und einfach nur rumschieße, dann stirbt Lance mir weg. Wenn ich schnell zu Lance fahre und ihn befreie, damit er nicht stirbt, sterbe ich schnell weg, weil dann 30 Milliarden von diesen Typen vor der Tür stehen. So, kommt doch her. Hä? Alter, wie sie mich durch die Wand dann schießen. Der Lance ist gleich tot. Und ich auch gleich. Versuch Nummer 7. Oh, I must. I'm gonna save your bit. Meine Güte, wie lange ich schon in dieser Mission hänge, ist. Nein, gar nicht gut. Ich habe schon dazu schon so viele behinderte Arschloch-Verarschungsaktionen, dass ich das alles einfach mal zusammenkappen werde. Das ist schon unglaublich scheiße. Ich hasse diese Mission abgrundtief und
Meine Güte. Es kann doch nicht sein, dass ich so schlecht bin. Das war ganz ehrlich. Nehmen wir jetzt einfach mal diesen fucking Kometen, weil er einfach schneller ist. Du kannst nicht die ganze Zeit mit denen rum. Ist so möglich, ich hab's probiert. Du kannst nicht mit den anderen von dir so kämpfen. Weil bis dahin Lance schon tot ist. Du musst schnell zu Lance. Du musst schnell dahin fahren, überfahren, zu Lance und befreien und dann alle nacheinander umbringen, die da auf dich stören. Das ist auch Quatsch, weil eigentlich, wenn man zwischen immer was in GTAs, haben sie in den GTAs dann später, das ist auch viel schlauer, haben sie dann gemacht, wenn man an den Standort ankommt, dann wird nicht mehr die Lebenszeiger abgezogen ständig. Wenn man dann im Fight ist, wenn man da nicht direkt hinstürmen kann. Aber ich muss direkt hinstürmen, weil ich sonst keine Chance habe. Bei Nummer 9 nach dem Cut. So, ich habe einen coolen BF Injection und werde versuchen, nur einen Lance zu befreien. Ich habe es schon so viele Male probiert, 9 Mal nach dem Cut und auch schon mehrere Male vorher, wie ihr wisst. Es geht mir nur noch auf die Eier, diese Mission ist einfach nur schrecklich abartig. Abartig und schrecklich. Ich muss einfach versuchen, durchzufahren und... Ja, hab ein bisschen was dazu gelesen zu einer Mission, hab gehört, dass auch viele Probleme mit dir haben, mit der Befreiung. Aber ich bin hier wirklich gleich am Katzen, wirklich im Strahl, alles raus. Ich schnauze voll und möchte jetzt einfach nur die Mission schaffen. Mach mir sogar die Mühe, dann noch ein bisschen da hinten dran alles zusammen zu cutten, wo ich überall schön verarscht wurde. Und um zu zeigen, wie schwer es war. Wenn ihr nur den Try seht, wo ich es geschafft habe, dann, ne? Merkt ihr. Aber ihr merkt schon langsam, meine Motivation gerade für diesen Part ist so ziemlich gen Null gesunken. Ja, wie soll ich mich hier treffen? Genau. Try 10 nach dem Cut. Ja, meine Güte. Ich glaube, ich habe einfach eine Erklärung rein. Da kein Bock drauf. Wirklich. Es ist schrecklich. Es ist einfach nur schrecklich. Er wird sicherlich so gecuttet haben, dass ich nicht mehr an diesem Char erklären muss. Aber ich zweifle, dass ich es jetzt schaffe.
Das ist irgendwie blöd. Wie soll ich die Lerns jetzt befreien, hä? Meine Güte, ich hab's endlich ja geschafft und dann das da, ne? Dann sowas. There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. Gott sei Dank. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do? Mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. Lance, you okay to use a gun? Lawns. Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Ja, let's get out of here. Meine Güte, es klappt endlich. Vielleicht ist das der Try, wo ich es endlich schaffe. Ja, so sind wir durch, ja. Mein Gott. Nach 10 Tries, nach dem Cut, ist das erste Mal, dass ich es zu diesem Teil geschafft habe. Jetzt müssen wir leider einen Zugang ausbringen. Karte schauen. Wäre ziemlich geil, wenn wir es schaffen. Meine Güte, würde ich mich einen Abschuss nehmen. Puh. Sorry, dass ich jetzt so bin, aber ich bin gerade mega mies genau wegen dieser Mission. Das ist ungefähr. Das ist bestimmt nicht das 10. Mal, bestimmt habe ich irgendwie erzählt, das ist schon das 20. Mal, ey. Würde ich mir zutrauen, das ist schon so viel Mal. Das liegt einfach nicht dran, dass ich irgendwie wenig Skill habe oder so. Das liegt einfach daran, dass ich ein bisschen mega behindert ist. Aber ich scheint es jetzt endlich geschafft zu haben, meine Güte. Entweder sterbe ich oder sterbe Lance, aber ich habe es geschafft, alle umzubringen. Lance liegt da irgendwie nur komisch rum. Ich dachte schon, oh mein Gott, nicht schon wieder vorbei. Aber es war nicht so. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Get patched up and meet me on the bridge to Star Island, okay? Yeah. Okay, I got you. Wir haben Lance gerettet vor Diaz. Oh, meine Güte, Mission erfüllt. Unbedingt, unbedingt, unbedingt direkt speichern gehen. Sofort speichern gehen. Muss mal klarkommen, wo bin ich? Ich glaube, damit komme ich über auf die andere Hälfte. Ja. Leute, meine Güte, ich habe so viele Tries für diese Mission gebraucht und endlich geschafft. Bin so gepisst gerade von diesem Spiel. Das glaubt ihr mir nicht. Aber keine Sorge, um euch quasi eine Vorstellung zu machen, wie schwer diese Mission wirklich war. Hatte ich wirklich einiges hier zusammen für euch. Damit ihr seht, wie behindert das war. Einfach nur absolut behindert. Wirklich. Oh, das war so schlimm. Das war so schlimm. Oh mein Gott. Ich bin gerade mega happy, dass es endlich vorbei ist. Jetzt darf bloß nichts passieren bis zum Speicherpunkt. Bloß nichts. Ich darf wieder sterben darf ich. Das ist mir jetzt scheißegal, ob ich alle Waffen verliere oder nicht. Aber das Spiel darf mir nicht um die Ohren fliegen, sonst bin ich gefickt für den Rest meines Lebens. Einfach nur schnell zu diesem einzigen Speicherpunkt, den ich habe, speichern. Und dann werde ich diesen Part und heul einfach für den Rest meines Lebens. Das ist ja bestimmt die Story und von den ganzen Zwischensequenzen alles schon vergessen. Ich weiß nur, dass Diaz herausfindet, dass Lance irgendwas gegen ihm Schilde führt, ihn entführt und gefesselt hat und wir befreien nun Lance. Und er hat auch halt, die erste halt, war ja natürlich verantwortlich dafür, dass unser Deal geplatzt ist. Ist er wahrscheinlich. Also sagt auch Cortez, denken wir auch und Lance weiß auch. Und er hat sein Bruder auf dem Gewissen und alles. Meine Güte, sorry nochmal, tut mir wirklich leid, aber ich glaube, ich setze schon mehr als eine Stunde an diesem Part und ich möchte ihn einfach nur beenden. Tomás, it's Cortez. Look, the French are giving me all kinds of trouble, amigo. Them hypocrites. They spend 100 years stealing from poor countries,
and they call me a thief. Huh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry. Huh? Tell me I need you, all right? I hate the damn French. I hate the damn French. Ja, wir Deutsche auch, ne? Also passt das. So, überspeichert. Meine Güte, wir haben es endlich geschafft. Bis dann und ciao.